Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Mortal Kombat X und diesmal spielen wir mit Kenshi. Aber wir nehmen ein anderes Outfit und wir spielen als Besessen. So. Kenshi auch ein geiler Charakter, zu dem ich allerdings wenig Praxis habe, also wenig Praxis Kampferfahrung, also wieder Learning by Doing. Du wirst der Überheblichkeit beschuldigt. Oh. Genau wie du. Cooles Einer Outfit. Von uns wird Recht behalten. Round 1, fight! Fall haut er sehr gut rein. X-Wave bin ich gespannt. Noch Vitality. Okay. Der besessene Kampf hier haut ganz schön rein. Die Schlacht und ich sind eins. Round 2. Fight! Jo, ich mag dich auch. Aber hör auf, dich zu teleportieren, du Arsch. So, und der X-Ray. Alter. Stehen, geschweige denn nicht. Aber das ist ihr Leben hoch und leben jetzt hier aus. So. Oh oh. Oh 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 oh. Einmal geschnitzelt ist bitte. Lecker. Kenshi wins. Fatality. Läuft. Takeda. Oder Takeda, ja, Takeda. Spielen wir mal gegen unseren eigenen Sohn. Papa-san. Du sollst gut trainiert haben. Ich gebe dir eine Kostprobe. Round 1. Fight! Und sag mal her. Hey. Ah, da will ich hin. Desto mich dann an, du Sau. Ich bin ein Vater. Alter. Das war gut. Nein. Ich bin nichts mehr verschleudert. Fuck. Du zeigst kaum Potenzial. Round 2. Fight. Na, mit dem besessenen Kapsel muss ich nur ein bisschen schieben, merke ich gerade. Ach nee, da kann ich auch nicht mehr oder was? Leck mich doch am Arsch. Nichts da. Ja, den eigenen Sohn. Naja. Hilft ja nichts. Komm ran da. So soll es sein. So. Kotelkan. Ja, den kriegen wir auch noch klein. Wenn nicht, haben wir gleich ein 10 Häufchen geschnetzeltes hier. Wenn ich nicht jeden, wenn ich alle Vitalis durchkriege.
Meine Geheimnisse gehören mir. Teile sie mit mir. Round 1. Fight. Ja. Alter! Du kannst das Ding werfen, die Sau. Alter! Das gibt's doch mal Gas, wa? Normalerweise ist Bosse kann ja immer so ein träge Sau, aber kann gut austeilen. Eine Seele, ein Schwert. Round 2. Fight. War zu schön, war nochmal der X-Ray. Die Distanz stimmte nicht. Für jeden X-Ray braucht man ja eine bestimmte Distanz und die hatte ich jetzt gerade nicht. Schade. Ist ja auch der einzige Fatality, den ich jetzt habe für Kenshi. Die anderen muss ich irgendwie noch freischalten oder eine Krypta finden, ich weiß es nicht. Telepathie und Schwertkunst. Zieh das Tuch wieder hoch, du hast Mundgeruch. Wie du sterben willst. Ich reiß dir das Fleisch von den Knochen. Round 1. Fight. Und ich dir dein. Hab ich dir nicht gekauft. Alter. Geschissen oder was? Round 2. Fight. So, dann halt mal den X-Ray. Dann hat sie schon so gut wie verloren. Das Schrabbelgesicht. Da habe ich einmal so viel zugehauen. Hätte die gern geschnetzelt. Komm aber gut voran. Oh, Ferritor. Auch so ein Scheißding. Keine Augen? Ich sehe nicht mit meinen Augen. Du nicht brauchen? Wir nehmen. Round 1. Natürlich brauchen wir nehmen. Alles klar. Die muss mit dem funktionieren, da brauche ich immer so wie ich will. Alter. So fett und so schnell, das ist doch unnormal. Mehr ran hier. Ran grutscht auf einen Meter in meine Finger rein. So.
macht. Round 2. Fight. Das Kind muss doch schon Schaden haben, wie der das rumwirft. Kann man das blocken überhaupt? Nein. Au. Blockst aber auch jeden Shit, ne? Du verdienst es echt zu sterben. Ja, gerne. Dich gerne, ey. Du fette Nudel. Wenn ich jetzt mit unter der Maske rausgehst, da ist es auch scheißegal. Die kann man jetzt mit Stäbchen essen. Und wer ist der Nächste? Quang Chi, der Schwarzmagier. Ja. Nicht lang reden. Bleib dran hier. Ich werde gar nicht gehorchen. Bitte meine Mutter. Ich finde die Outfits, die sie hier eingebaut haben, richtig geil. So. Runde 1 geht an uns. Round 2. Fight. Alter. Der scheiß Teleport, das kannst du jetzt sonst ruhig stecken. Da, wo ich dich haben will, in der Ecke. Och nö. Komm. Ach nein. Schnell. So. Kenshi wins. Ging der X-Ray daneben und der Vitality saß auch nicht. Shit. Naja. Wir haben ja noch den Ermac. Oh, der Ermac. Die Wanderillion. Den ganzen Bildstil, von dem bin ich auch noch gespannt. Weil damit habe ich, zock ich ja in der Regel gar nicht. Eine Kollegin von mir, ich finde den ja so mega. Die eigentlich ja auch nicht dabei sein wollte. Aber ist eine andere Geschichte. Und sie findet den absolut toll, ich weiß gar nicht wieso. Ich bin nicht so begeistert von Ermac. Weil die Moves einfach scheiße schwer sind. Ich muss ja noch auf den X-Ray. Ja, ja, ist gut. So. Jawoll. Als nächstes müsste dann eine Fatality kommen und dann Ende im Schach. Ja. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Obwohl ich weiß, Kenshi hat noch einen richtig anderen üblen Fatality. Aber ich glaube, die werde ich im Nachhinein nochmal zeigen.
weil Kenshi hat noch ein paar richtig geile, üble Sachen drauf. So, Jax. Da sind ja noch nur drei Gegner. Ging irgendwie schneller als bei Luke, glaube ich, das Gefühl. Findest du die Damentoilette nicht? Deine Einstellung bedarf einer Korrektur. Dann mal los. Das alte Outfit. Geil. Das feiere ich jetzt schon. Ich erliebe ja solche Details, dass es sagen wird. Ja, ich mag dich auch. So, wir haben den X-Ray voll, den heben wir uns mal auf. Ach, er hat sein X-Ray auch voll. Aber ich habe noch nie erlebt, noch nie oft erlebt, dass ein NPC einen X-Ray einsetzt. Außer in den gestrigen Aufnahmen, da ist mir das ein oder andere Mal passiert, dass ein NPC auf einmal ein X-Ray eingesetzt hat. Fand ich natürlich nicht so berauschend. Ja, mit dir. Alter, jetzt gibt er aber Gas. Ah, wenn man von Teufel spricht, dann setzt er den X-Ray ein. Alter, das ist so gut. Jawohl. Hä? Jawohl, hat doch noch geklappt. Letzte Sekunde. Ja. Ah. Auch erledigt. Kenshi wins Fatality. So. Jetzt noch Goro, Shillock und dann wissen wir auch, wie die Story von Kenshi ist. Bin ich auch sehr gespannt drauf. So, jetzt erstmal wieder so den Sohn des der Drachen Mutter, keine Ahnung. Will nicht ausfallend werden. Welch Ehre, Prinz Goro. Du siehst dem Tod ins Auge wie ein Krieger. Round 1. Fight! Hier, das mal. Ach, hat er geblockt. Jetzt ist er schon wieder. Alter. Immer wenn ich einen Move machen will, konnte er die Sau den. Die Springmoves sind von den schlimmsten, hab ich das Gefühl. Der Punkt geht noch los. Ja. Alter! Korrigiere, ging nicht an uns. Ah, du Arsch! Deine Springmoves kannst du in den Arsch stecken. Voll haben. Ja, könnte. Alter. So. Fall um. Fall Obst. Final Round. Fight. Aus. Alter, der hat
eine Range mit seinen Schlägen. Das kann ich auch. So. Oro, du bist absorbiert. Jetzt nur noch so Shylock und dann war's das. Mal gucken, ob das gegen den Schwert ist ein Talisman. Mächtig genug, einen Gott zu töten. Nichts vermag das. Round 1. Fight. Ich werde klein mit gesplittet. Alter, machst du jetzt hier noch einen Kopf oder was? Alter, ich will dem Kelch nach dir schmeißen. Alter, nein. Das kann doch nicht sein. Wir heben uns gleich mal auf direkt. Round 2. Fight. Jawohl. Weil in seiner finalen Form, wenn man da den XW versucht sich aufzuheben, dann ist er eh weg, also bringt das eh reichlich wenig. Erstaunlich. Wenn wir das jetzt noch verlieren, ja? Ja. Das will ich gar nicht sehen. Erneuter Versuch. Los. Ich hasse seine kleinen Pissmoves. Seit wann springst du so herum? Hast du doch damals nicht gemacht. Hier, schenke ich dir. Oh, das ist ein Feuer, ne? Das zieht so viel ab wie zwei meiner Moves. Obwohl, dann, das wird Feuer, das ist gut. Komm her! Jawohl. Also der Sieg dürfte noch an, der geht garantiert an uns. Zack, Ende. Und wie so oft, wir sehen uns in der Hölle. So. Nach dem Sieg über Shinnok schloss sich Kenshi dem Rachefeldzug Takedas an, die Ermordung seiner Mutter Suchin zu sühnen. Ihre Reise führte sie in eine Höhle, wo sie einen Mann namens Taven befreiten, der in einem Stalagmiten gefangen war. Kenshi erzählte Taven, dass sein Bruder Dagon der Gründer des Assassinen-Clans Roter Drache sei. Dagon hatte nicht nur Suchin ermordet, sondern auch seine und Tavens Eltern.
Gemeinsam belagerten Kenshi, Takeda und Taven die Basis der Roten Drachen. Dagon fiel Kenshis Zorn zum Opfer. Der Mord an Su Chin wurde gerecht. So, meine Freunde. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch wieder gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ein Daumen, Like, wenn natürlich. Also, ein Daumen, Like ist ja dasselbe. Ein Like und ein Abo wäre natürlich mega geil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.